Die Aktienmärkte sind in einer etwas schizophrenen Situation. Die Erwartungen an die Zukunft sind nämlich riesig, aber die unmittelbare Zukunft, die ist eher düster mit den neuen Lockdowns, mit neuen Beschränkungen. Man schaut also schon sehr, sehr weit in die Zukunft und erträumt sich eine Zukunft, die geradezu optimal ist, beste aller Welten, besser als vor Corona. Die Frage ist, kommt das? Denn da gibt es ja noch einige Fragezeichen auch bezüglich des Impfstoffes. Wird das wirklich so problemlos gehen? Wird das wirklich dieser absolute Gamechanger, der in den Märkten eingepreist ist? A, B ist die Frage, naja, es wird ja wahnsinnig lange dauern, bis die Leute geimpft sind. Man braucht ja 2 Impfungen pro Person, dementsprechend in den USA etwa 320 Millionen Menschen. Das heißt, man brauchte 640 Millionen Impfungen, in Deutschland 80 Millionen Menschen, dementsprechend 160 Millionen Impfungen. All das wird dauern. Das heißt, das Problem wird so oder so nicht vor dem nächsten Frühjahr in irgendeiner Form vorbeigehen. Dann wird es wahrscheinlich sowieso erstmal wieder entspannter, so im letzten Jahr in der Sommerzeit. Da hat sich das Problem ja weitgehend erledigt. Aber was kommt dann? Das ist eben die große Frage. Also hier diese Diskrepanz zwischen sehr, sehr großer Erwartung und nicht so schöner unmittelbarer Zukunft, von der wir ja alle betroffen sind, von der wir alle nicht gerade begeistert sind. Schauen wir uns mal hier zum Beispiel Sentix, dieses Umfrageinstitut oder Analysehaus, wie auch immer. Da zeigt sich, die Konjunkturhoffnungen sind auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Gilt für die USA, gilt für Deutschland, gilt für Asien. Andererseits, und das ist erstaunlich, ist die Lagebeurteilung in den USA und in Europa noch ziemlich mies. Aber egal, man sagt sich, ja, wird alles riesig, wird alles super toll. Also eine optimale Zukunft, die hier eingepreist ist. Das Problem ist, wir alle kennen die Zukunft nicht, aber wir kennen die Gegenwart, weil wir die unmittelbar erleben und weil das unmittelbar vor uns liegende, nämlich nach wie vor sehr hohe Zahlen in Corona, nach wie vor das Potenzial, die Gefahr neuer Lockdowns, verschärfter Lockdown-Bestimmungen unmittelbar greifbar sind, aber die fernere Zukunft eben nicht so wirklich greifbar ist. Und wir sehen hier von der Citigroup Panic Euphoria Model praktisch ein neues Allzeithoch, so hoch wie auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase und so hoch wie kurz vor der Finanzkrise. Also da ist eine wahnsinnige Euphorie. JP Morgan sagt zum Beispiel, naja, wenn jetzt mal ein Rücksetzer kommt, weil die Märkte ja schon sehr stark überkauft sind, dann sind das natürlich super Gelegenheiten des Nachkaufs. Also selbst wenn wir jetzt von einer Korrektur ausgeht, sagt ja, aber mittellangfristig wird das Ganze super laufen, weil wir haben die Notenbanken auf der einen Seite, die werden weiter unterstützen und wir haben dann den Impfstoff und dann wird Corona sich erledigen. Das scheint die Maßgabe zu sein. Also es ist schon sehr, sehr bullisch, was da gedacht und gefühlt wird. Und diese bullische Stimmung, die hat alle erfasst, auch die Permabären, die hier in dieser Umfrage von Arbor erfasst worden sind. Die Permabullen sind natürlich sowieso permabullisch, andere sind es auch, die Pragmatiker etc. Nur die Ökonomen sind ein bisschen skeptischer. Selbst die Permabären sind jetzt ins Lager der Optimisten gewechselt. Das ist natürlich schon dann vielleicht gefährlich, könnte man sagen, wenn die Permabären dann auch die Kapitulation unterschreiben und sagen, naja, also ich bin jetzt auch Optimist, dann wird es langsam gefährlich. Gefährlich wird es vielleicht auch bei dem US-Nebenwerteindex Russell 2000, den ich mal beispielhaft rausgegriffen habe. Der handelt jetzt ungefähr 30% über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Der absolute Hochpunkt war im März 2000 bei 30,4%. Wir sehen also, auch da ist Optimismus angesagt und diese Small Businesses sind ja diejenigen, die praktisch lokal organisiert sind, die jetzt nicht international aufgestellt sind, die nicht in Asien Geschäft haben, sondern zum Beispiel nur in den USA, die also von diesen Lockdown-Maßnahmen am stärksten betroffen sind. Und wenn wir uns mal die tatsächliche Lage anschauen, jenseits der Marktbepreisung, dann sehen wir, dass der Revenue, also der Umsatz dieser Small Businesses, sogar wieder im Sinken begriffen ist, noch lange nicht da ist, wo er vor der Corona-Krise war. Und wir sehen auch, dass die meisten oder dass wir hier viele Firmenschließungen hatten und dass wir jetzt aber nicht eine steigende Zahl wieder von Firmeneröffnungen sehen. Also die Zahl der Small Caps, der Small Businesses, die tendiert schon wieder leicht nach unten. Also wir sehen hier beispielhaft diese Diskrepanz zwischen erträumter Zukunft, in der alles toll ist, und der Gegenwart, in der nicht alles toll ist. Aber derzeit blickt man eben auf die sehr ferne Zukunft. Und na klar, Aktienmärkte blicken immer ein Stück weit voraus, aber sie können sich eben in dieser Vorausschau irren, weil wir alle haben keine Glaskugel, wir alle kennen die Zukunft nicht. Hier mal die sogenannten Going Out Industries, also die Firmen aus Sektoren, die besonders natürlich
vom Lockdown betroffen sind, weil sie auf den Ausgang von Menschen basieren, Restaurants, Hotels, Leisure, was alles hier dabei ist. Und wir sehen, einige Branchen sind sogar jetzt, oder die Aktien dieser Branchen sind höher bewertet jetzt als vor der Corona-Krise, sind aber nur aus 3 Sektoren. Die anderen haben aber steil aufgeholt. Also da preist man diese bessere Zukunft schon lange ein. Das ist gar keine Frage. Und wie sieht aber die Gegenwart aus? Jetzt hier heute die Meldung, dass die Bundesregierung unter Führung von Kanzlerin Merkel jetzt sagt, okay, wir wollen einen kompletten Lockdown machen zwischen dem 27. Dezember bis zum 3. oder bis zum 10. Januar. Dann sollen auch die Schulen eine Woche vorher schließen. Es sollen die Schulferien verlängert werden. Auch in den USA ist jetzt die Rede, dass zum Beispiel in New York jetzt Indoor Dining verboten wird, dass also die New Yorker Restaurants schließen müssen. Dr. Fauci, der jetzt offenkundig dann auch direkt zu Biden wechseln wird als Berater, hat gesagt, uns droht jetzt ein sehr, sehr, sehr harter Winter und die Zahlen aus den USA sind nach wie vor desaströs und wahrscheinlich wird dann in Reaktion auf das, was bei Thanksgiving passiert ist, dass die Leute gereist sind, werden die Zahlen dann um und bei eine Woche bis zwei Wochen nach Thanksgiving, also vielleicht Ende der Woche beginnend, jetzt die Zahlen noch weiter steigen. Wir sehen ja praktisch täglich neue Hochs bei den Zahlen. Macht aber alles nichts, denn wir haben die Gelddruckmaschinen, wir haben die Notenbanken. Hier sehen wir mal die Zahlen zum Federal Debt in den USA, also praktisch zur Staatsverschuldung. Sehen wir hier, geht es senkrecht nach oben. Wir sehen Geldmenge M1, geht senkrecht nach oben. Also das ist das, was vielleicht diese Euphorie an den Aktienmärkten besser erklärt als Fakten. Und wir sehen hier, dass 78% der Geldmenge M1 geschaffen wurde seit dem Jahr 2008. Und seit dem Jahr 2000 haben wir das grundsätzliche Problem, dass die Wirtschaft weniger schnell wächst als die Schulden. Und das muss durch Gelddrucken permanent kaschiert werden, zugeschüttet werden. Es soll die Illusion aufrechterhalten werden, als wäre alles gut, als würde das alles so weitergehen können. Früher oder später aber muss man sich eingestehen, da haben wir offenkundig etwas verdrängt und da müssen wir mal ein bisschen anpassen, die ganze Geschichte, denn Schulden heißt ja nichts anderes und das ist ja bei Unternehmen wie auch bei Staaten passiert, dass man diese Schulden zurückzahlen muss. Wenn man diese Schulden zurückzahlen muss, dann fehlt dieses Geld, das man in den Schuldendienst stecken muss für Investitionen, für Dinge, die Wirtschaftswachstum erzeugen könnten. Also die Schulden von heute sind das geringere Wachstum von morgen, könnte man sagen. Dementsprechend wird auch die neue Normalität, wenn sie denn kommt, nach Corona, langsamer nicht so gut sein wie vor Corona. Denn inzwischen ist die Verschuldung so massiv gestiegen, sowohl von Staaten als auch von Unternehmen, dass das kaum möglich sein wird. Gleichwohl, wir sehen, dass durch diese Geldschwemme in den Notenbanken wir neue Rekorde erreichen an den Anleihenmärkten. Hier die 10-jährige italienische Staatsanleihe jetzt mit unter 0,6% Rendite ein neues Allzeittief erreicht. Gleichzeitig, das sollte man vielleicht in diesem Kontext sagen, steigen die Forderungen der Deutschen Bundesbank aus den sogenannten Target-2-Salden auf 1,06 Billionen. Das ist ein neues Allzeithoch. Und vor allem die Italiener sind es, die hier diese Target-Forderungen der Bundesbank ausmachen. Nicht nur Italien und Spanien sind es hier vorwiegend. Das heißt, wenn zum Beispiel Italien aus dem Euro austreten würde, dann müsste Italien theoretisch das alles zurückzahlen. Das sind weit über 400 Milliarden Euro an Deutschland. Aber Italien wird das in diesem Moment nicht können. Dementsprechend wäre das Geld dann weg. Also das ist vielleicht nur ein kleines Schlaglicht auf das, was da innerhalb der Eurozone passiert. Jetzt haben wir die Situation ja einerseits mit Brexit. Da scheint es jetzt so zu sein, dass heute doch nicht die Entscheidung fällt, wie man vorher gesagt hat, sondern jetzt die letzte Deadline macht bis Mittwoch. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Polen und Ungarn nach wie vor jetzt sich verweigern gegenüber diesem neuen EU-Haushalt. Da gibt es ja diesen Streit um Rechtsstaatlichkeit hin oder her. Jetzt sagen Insider aus der EU, okay, dann machen wir das ohne Polen und Ungarn. Dann kriegen die nämlich gar kein Geld. Und das wäre natürlich auch für die beiden Länder, die ja Hauptprofiteure sind, vor allem Polen ist der größte Profiteur, ein ziemliches Desaster. Kommen wir nochmal zu den Aktienmärkten. Da sehen wir hier, dass wir jetzt das erste Mal jetzt im Herbst 2020 eine Outperformance von Aktien gegenüber US-Staatsanleihen haben, also vom S&P 500 in Relation zu US-Staatsanleihen. Und wir sehen, dass das erste Mal seit langer Zeit es wieder mehr Aktien gibt.
Wir haben ja jetzt jahrelang die Situation gehabt, dass es immer weniger Aktien gab, also weniger Unternehmen, die an die Märkte gegangen sind. Also die Anzahl der Aktien sich reduziert hat. Jetzt haben wir die Situation, dass die Anzahl der Aktien wieder steigt. Wir haben jetzt zum Beispiel Airbnb, die jetzt an die Börse wollen, die jetzt in dieser Euphorie gleich mal dann ihren IPO-Preis nochmal ein bisschen nach oben genommen haben. Die denken sich, wow, die Stimmung ist super, da können wir doch gleich mehr Geld einnehmen. Also machen wir das. Und wir sehen, dass insgesamt Corona offenkundig die Unternehmen ja viel wertvoller macht. Wir haben jetzt nämlich eine globale Marktkapitalisierung, ich hatte es heute früh schon gesagt, von knapp über 100 Billionen Dollar, das gab es noch nie. Das ist natürlich ein Zeichen, dass das alles hier wunderbar läuft. Gleichzeitig wurde sehr, sehr viel Geld aus Gold abgezogen. Wir haben die größten Auslöse außer Gold jetzt in den letzten 3 Wochen gesehen, laut Bank of America. Ever. Das heißt, hier sind fast 9 Milliarden aus Euro, nicht aus Euro, sondern aus Goldprodukten, welcher Form auch immer, abgezogen worden. Und gleichwohl beginnt jetzt dann Mitte Dezember eine saisonal eigentlich sehr günstige Zeit für Gold. Durchschnittlich bis zur Hälfte des ersten Quartals eine Performance von 4,7%. Und wir sehen heute schon Gold relativ stark. Der Dollar, der zwischenzeitlich mal zugewinnen konnte, dann schwach. Das hat Gold dann geholfen. Und wir haben jetzt noch auf politischer Ebene jetzt neue Reibereien zwischen China und den USA. Da sind US-Kriegsschiffe in die chinesische See wieder eingedrungen. Da ist China nicht begeistert. Man sagt, wir müssen uns da auf eine militärische Konfrontation vorbereiten mit den USA, egal ob unter Trump oder unter Biden. Und apropos Trump, hier sehen wir die Zahlen aus China heute Nacht zu den Exporten und Importen. Auch in Relation zu den einzelnen Ländern, dass das Handelsbilanzdefizit, so muss es heißen, der Amerikaner zu den Chinesen auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Also dieser ganze Handelskrieg, der hat unglaublich viel gebracht. Und wenn wir uns mal erinnern, wie viele Rallyes haben wir gesehen aufgrund von Handelskrieg-Optimismus. Und das ist das Ergebnis. Es hat sich nichts geändert. Die Chinesen bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Sie haben zwar ihre Importe, wie wir hier an dieser lilanen Linie sehen, ein bisschen gesteigert. Aber die Importe der USA an chinesischen Waren sind noch deutlicher gestiegen. Dementsprechend war das alles für die Katz. Vielleicht wie so vieles, was Sid Donald angestoßen hat. Wir werden sehen. Also, das ist die Situation. Wir haben eine extreme Euphorie, die in die Zukunft gerichtet ist. Und wir haben, naja, eine etwas weniger schöne Gegenwart. Diese Diskrepanz wird sich auflösen. Die Märkte sind total überspannt. Ich habe das mehrfach betont. Und irgendwann muss es mal zurückschnappen. Das heißt nicht, dass wir einen Crash erleben, aber es heißt, dass wir eine Korrektur sehen werden. Von welchem Niveau ist immer schwer zu sagen. Es kommt dann plötzlich irgendein Grund, irgendein Vorwand wird dann gefunden, bis es passiert. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderschönen Abend und sage Servus und Tschüss.